asuntos jurídicos por un minuto y medio el colega Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als Berichterstatter des Rechtsausschusses möchte ich auch zunächst meinen Dank an die Berichterstatterin im Liebe richten. Ich glaube, dass wir wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit hier im Europäischen Parlament hatten, wo wir auch als Rechtsausschuss die Möglichkeiten hatten, unsere Vorschläge mit einzubringen in das Verfahren. Und natürlich auch den Kollegen der anderen Fraktionen im Innenausschuss. Und meine Gratulation geht natürlich auch an die Kommissarin für Justiz und Grundrechte, dass hier jetzt ein neuer Baustein dieses Fahrplans zur Schaffung gemeinsamer Standards im Strafverfahren erreicht wurde. Ich finde, und das, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesen gemeinsamen Standards. Und es ist ein wichtiger Schritt für die Bürger, denn nur informierte Bürger, nur Bürgerinnen, die ihre Rechte auch kennen, können diese Rechte auch wahrnehmen. Und deswegen bin ich nun natürlich auch sehr gespannt darauf, welche Rechte wir dann in Zukunft wahrnehmen können als europäische Bürgerinnen und Bürger. Und ich deswegen schaue ich auch hier schon bereits nach vorne und würde gerne, dass wir baldmöglichst auch die weiteren Verfahrensschritte, etwa zum Zugang, zum Recht auf Zugang zum Anwalt, vervollständigen können, wo ich auch als Berichterstatter des Rechtsausschusses und als Schattenberichterstatter im Innenausschuss dabei sein werde. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ich rufe nochmal auch die Mitgliedstaaten wieder auf, hier den Widerstand gegenüber einzelnen Bestimmungen aufzugeben und sich in den gemeinsamen Weg, auf den gemeinsamen Weg zur Schaffung dieser Standards zu begeben. Das ist enorm wichtig und wir als Parlament stehen da bereit. Vielen Dank. Gracias, colega Albrecht. Entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de los distintos grupos parlamentarios y, en primer lugar, por dos minutos y en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, lo hace la colega Elena Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la informații al